Hallo Leute, hier ist Dolstarion und wir machen weiter mit Sword of the Stars, The Pit, Folge Nummer 2. Okay, beim letzten Mal haben wir uns durchgeschlagen bis zum Floor Nummer 5 und hier sind wir quasi schon am Ende zum nächsten Floor, Nummer 6. Unsere Ausrüstung sieht momentan eigentlich noch relativ okay aus, mal abgesehen von unserer Rüstung, die vielleicht schon ein wenig Schaden genommen hat. Aber ansonsten ist es ganz okay, uns fehlt uns vielleicht noch ein bisschen an neuen Waffen und da steigen wir schon in den nächsten Level. Ah, wenig Gegner hier. Gut für mich. Mit der Faust sollte ich trotzdem nicht zuschlagen. Irgendwas ist hinter mir. Okay, gut. Den knallen wir ab. Machen wir fertig mit dem Messer. Diese. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Die können eben die Psi abziehen. Aber das ist für mich momentan kein Problem, da ich noch keine Psi-Fähigkeiten habe. Also. Ziemlich egal. So, wir schauen uns wieder an, was hier so los ist. Wir haben hier vier Monster im Raum. Hier unten sind relativ viele. Vielleicht sollten wir erst da hier hinten clearen, bevor wir hier weitermachen. Das wäre auf jeden Fall klüger. Okay, da haben wir ein paar kleinere Gegner. So, irgendwo haben wir einen, genau. Ein Strangler. Irgendwie war es out of range von ihm, damit er uns hier nicht von der Entfernung abknallen kann. Gut, wir laden unsere Pistole nach. Jetzt sollte er hier irgendwo sein. Warten wir noch eine Runde. Oh, da hat er uns erwischt. Oh, komm, stirb endlich. Gut, und ein Brot. Sehr gut. Crowbar brauchen wir nicht. Schauen wir mal, was wir hier rausbekommen. Noch mehr Ressourcen. Sehr gut. Viel Essen. Damit kann ich schon was anfangen. Brauche nur noch einen Cooker. Da oben wird vermutlich nichts mehr sein. Also gehen wir gleich mal weiter. Ich glaube, es ist besser, wenn ich hier oben in den Raum reingehe. Oh, oder auch nicht. Oh, fuck, 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 fuck. Das ist gefährlich. Okay, wir können jetzt vielleicht ein Medpatch nehmen und nehmen einen Schritt wieder zurück. Okay, gut. Benutzen unser Medkit. Oh, komm. 99% und das hat nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. 99% können manchmal auch daneben gehen. Oh. Die Typen sind eben auch sehr gefährlich, weil sie eben auch Psi-Attacken haben und vor allem auch Poison-Angriffe. Na, oh, komm. So. Jetzt greifen wir jetzt unsere Vibroblade hier an. Ja, hat nichts funktioniert. Diesmal aber schon. Schießen wir mit unserer Pistole nochmal nach. Ja, nicht genug, das Messer sollte aber reichen. Oh, oder auch nicht. So, es wäre cool, wenn ich jetzt hier, wie viel HP habe ich noch? 49. Einen Level abbekommen wieder. Dann muss ich mich nicht so regen. Wie viel HP habe ich noch? 34. Na gut, dann knallen wir die noch so ab.
Irgendwas anderes ist da gekommen. Ich gehe lieber ein paar Schritte zurück. Bin mir nicht ganz sicher, was. Oh, nur eine Ratte. So, wie viel Helfer haben wir noch? Ja, 32 sollte genug sein. Um die Ratte hier zu Tode zu kneifen. 81% wird sich, glaube ich, ausgehen. Jawohl. Und ein neues Lockpit-Set. Sehr gut. Ich glaube, ich kann den Level-Up schon so machen. Gut, wir stecken wieder Punkte in Might rein. Und Lockpick werden wir in diesem Level noch machen. Aber nicht sofort. Und Pistol geben wir auch wieder. Jawohl, plus 3. Nice. Ja gut, den Rest kann ich dabei nicht machen. Also gehen wir wieder in Mecha Empathy. Oh cool, jetzt haben wir endlich eine Psi-Fähigkeit. Und Telekinesis. Und Redaction. Gut soweit. So, jetzt könnte ich hier zum Beispiel mein Mecha Sense reingeben. Und jetzt kann ich diese Fähigkeit quasi auswählen und dann sehe ich zum Beispiel, wenn Roboter in einem Raum sich befinden, ohne sie direkt zu sehen zu müssen. So, Foraging wieder hochgegangen. Wie hoch war Foraging eigentlich? Darauf habe ich jetzt gar nicht geschaut. Foraging 41, okay, da muss ich noch ein paar Levels hochbekommen. Aha, mein Mecha Sense zeigt hier eigentlich nichts an, das ist interessant. Ah komm. Da kommen ein paar zu viel, dann knallen wir lieber mit unserer Pistole ein wenig. Das ist das Problem mit meiner Blade. Sie macht zwar viel mehr Schaden als mein Knife, aber ich treffe mit ihr leider noch nicht gut genug, weil ich... Ja, wenn mir der Skill abgeht. So, den machen wir mit dem Messer fertig und den wieder mit unserer Vibroblade. Ah, komm. Sehr gut. Okay, ich habe früher nur 4 Lebewesen hier gesehen, also ist das hier safe. Warum ich jetzt hier meine safe? Es gibt gewisse Feinde, die können sich als Gegenstände ja tarnen. Und wenn die einen erwischen, kann das echt wehtun. So, ich glaube, mein Lockpick-Set sollte jetzt genau auf 45 sein. Jetzt kann es nicht mehr von alleine steigern, indem ich eben erfolgreich das verwende, sondern ich muss es, kann es jetzt nur noch leveln und deswegen leveln wir es jetzt gleich mal. Leider nur plus 1. Naja, kann man nichts machen. So. Erfahrung bekomme ich natürlich trotzdem noch, wenn ich Türen aufmache. Also nach wie vor. Oh, irgendwo ist ein Roboter hier. Oh, verdammt! Verdammt viele Roboter. Okay, wir sollten hier irgendwas Taktisches tun. Ich hätte Granaten und das werde ich auch jetzt, glaube ich, wirklich einsetzen. Ich nehme meine Granaten und wirf sie hier. Ja, es war leider nicht genug. Ich gehe am besten hier mal um den Block herum. Oh, verdammt. Oh, das wird hier schon gefährlich. Ich könnte noch eine Granate werfen. Ich glaube, es tue ich besser. Oh, wow. Die haben verdammt viel Erfahrung gebracht. Ich sollte mich am besten mal heilen hier, bevor hier noch mehr kommen. Mein Mecha-Sense zeigt, dass hier noch ein Gegner drinnen ist. Munition auch. Also sollte ich auf jeden Fall mich um den kümmern. Es wäre cool, wenn ich ihn anlocken könnte, weil ich glaube nicht, dass ich so weit schießen kann. Ja gut. Oh, da kommt er.
Oh, fuck. Ich triff ihn einfach nicht. Das gibt's ja nicht. So, nachladen. Okay, wenn wir Security Station aktivieren, vielleicht können wir die Roboter... Gut, Roboter wurden deaktiviert. Hatten wir nochmal... Das hätte ich früher gebraucht, bevor ich die beiden hier attackiert habe, aber das hätte nicht funktioniert, weil die mich schon gesehen haben. So, Türen haben wir auch geöffnet. Ich kann es gleich nochmal probieren. Okay, das war nur nochmal Unlock Doors. Ich glaube, es gibt auch ein Event, wo alle Roboter gleich zerstört werden. Eine Giftfalle, die lassen wir lieber aus. Ich sollte mich auf jeden Fall heilen. Oh, da hinten kommt was Böses. Okay, das machen wir taktisch. Ah, jawohl. Genau das wollte ich. Sind sie alle vergiftet? So, der eine ist schon allein am Gift gestorben. Das ist schon mal sehr gut. Oh, mein Health ist ziemlich low schon. 32. Ein Treffer sollte ich noch aushalten, aber zu sehr riskieren sollte ich auch nicht. Na, sehr gut. Gut, ich muss wieder mein Medkit ein wenig verwenden hier. Ich habe ja eh noch eins in Reserve. Ja, nehmen wir gleich zweimal zur Sicherheit. Okay, das sollte mich bis zum Level Up durchbringen. Es wird echt Zeit, dass ich hier eine Waffe bekomme. Bis jetzt habe ich leider nur eben eine Vibroblade, heißt die, glaube ich, oder? Genau, bekommen. Schon wieder ein Roboter irgendwo. Ah, okay, ich habe nicht genug Psy für meine Mecha-Sense. Das könnten wir reparieren. Und das tun wir auch. Das ist eine Repair Station. Mit denen kann man Rüstungen und Waffen reparieren. Effektiver als mit gewissen anderen Items. So, gut. Meine Waffe hat noch 35 von 35. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. Also gut. Ich glaube, die Rüstung ist am wichtigsten. Erfolgreich. Sehr gut. Gut, ich habe keine Repairs hier mehr, aber ich kann das hier noch tun mit meinem Sharpening Kit. Mein Messer reparieren hier. Ist das auch wieder okay? Das war's auch schon wieder mit dem Level. Okay. Dann wird wirklich Zeit, dass ich was bekomme, weil sonst wird's mal langsam schwer werden. Okay, der eine Gegner hier. Dann, bevor wir das tun, schauen wir natürlich wieder mit unserem Motion Sensor. Ja, diesmal sind nicht so viele Gegner, aber auch genügend. Dieser Raum scheint gefährlich zu sein. Vier Gegner, dann haben wir hier draußen gleich einen und auf dieser Seite sind auch noch ein paar mehr. Gut, und hier scheint nicht so viel zu sein. Ja, Vibroblade, go! Oh, komm schon, jawohl. So, irgendwas kommt von hinten. Ich werde trotzdem versuchen, hier den hier zu öffnen. Jawohl. Memory Optimizer. Ich glaube, der bringt Bonuserfahrung oder so. Ja, genau, ja.
So, ich glaube, es ist eine gute Idee, den Raum als erstes zu machen, weil ich meinen Level Up jetzt habe und den kann ich dann gleich nutzen während dem Kampf. Oh fuck. ja. Ich hoffe, die kommen hier jetzt nicht raus. Weil dann habe ich ein Problem. Die waren eindeutig zu viel für mich. Es war sowieso nur ein Locker drin, also das hätte sich nicht ausgezahlt. Mit meiner Mecha-Sense hätte ich zumindest sehen können. Naja, ich hätte auch nicht gewusst, was drinnen ist. Von wo kommt er? Ja, er kommt von hinten. Habe ich mir ja gedacht. Komm. Munition ist zwar noch genug, aber es sollte trotzdem wieder bald aufgeladen werden. Ja, out of range. Kann ich eigentlich meine Pistole? Ah, verdammt, ich bin so ein Trottel. Mein Level-Up habe ich schon wieder verschwendet. Das wollte ich jetzt gar nicht. Na gut. Kann man nichts machen. Ja, zumindest hatte ich hier Glück. Pistol verbessern, sehr gut. Knife lassen wir noch. Plate ist kaum weiter hochgekommen von alleine. Ich hätte schon gedacht, dass das ein wenig hochkommen wird. Reaching, ja, kann ich nachher noch leveln. Das leveln wir auch wieder. Und was ist für diesen Reduction genau? Oh, danke. Ich joke ja gerne. Zweimal Darker Warbread. Das ist cool. So, ich kann eigentlich wieder meine. Oh! Da kommt irgendwas auf uns zu. Autsch! Ich könnte echt eine bessere Waffe gebrauchen. Der Scheiße, da kommt von hinten was. Ah, gut. Da habe ich jetzt was Schlimmeres erwartet. Ein bisschen Muni. Oh, da haben wir wieder eine Doortrap, die wir noch nicht wissen, was passiert quasi. Bin ich gespannt. Oh, und da drin ist auch ein Gegner und ein mittlerer Waffenkasten. Wir warten, bis der Typ hier rauskommt. Ah, komm. Ja, sehr gut. Okay, nur noch zwei Gegner. Eine Provinz von dieser Seite. Na gut, wir wollen keinen Alarm auslösen, weil das wäre echt blöd. Ah, verdammt. Na gut, jetzt habe ich wieder zwei Gegner auf einmal. Das ist nicht gut. Ich muss irgendwie schauen, dass ich sie. Ach, verdammt. Vielleicht kann ich von oben sie anlocken. Ja, toll, die treffen mich wieder beide. Ah. Na gut, zumindest können sie mich nicht überrennen, das ist das einzig Positive hier. Ich könnte diese Granate auf sie werfen.
Aber ich möchte die jetzt auch nicht verschwenden. Die werde ich wahrscheinlich vermutlich von anders gebrauchen. Sehr gut. Jawohl. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. So, Speed increased. Cool, das ist cool. So, da brauchen wir ein Lockpick. Ah, haben wir eigentlich schon gelevelt? Das, ja, haben wir schon. Na gut, dann versuchen wir es einfach. 70%. Komm, komm, das ist wichtig, dass das funktioniert. Komm, 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 komm. Nein! Scheiße! Ja, typisch. Na gut. War ja klar. Das Game hasst mich. Da hätte jetzt ziemlich sicher eine Waffe drinnen sein können. Gunparts, den kann man theoretisch Waffen bauen. Müsste nur welche bekommen. So, ich war jetzt überall drin, nur hier nicht, aber den Raum habe ich ja gesagt, lasse ich aus. Oh, und da habe ich echt den Alarm getriggert, aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr weiter schlimm, weil jetzt kann ich schon in den nächsten Level gehen. Oh, verdammt viele Gegner. Ich glaube, ich werde meine Granate hier auf die schmeißen, weil zahlt sich schon aus, wenn die hier alle tot sind. Spare ich schon ein bisschen an Muni. Ah, komm. Na gut, den letzten Schlag machen wir so. Und da kommt noch einer. Und da kommt noch ein Gegner. Okay, nur ein normaler Roboter. Den werden wir schon fertig. Okay, wir werden mal unseren Motion Sensor hier rechargen und dann schauen wir wieder mal, wie viele Gegner. Schon einiges mehr auf dem Floor. Hier oben sind relativ wenig, also werden wir als erstes hier raufgehen. Und gut, dann gehen wir gleich hier mal direkt runter. Bevor wir weitergehen, machen wir hier die Kisten auf. Ja, einiges an Food für uns, sehr gut. Ich glaube, die konnten auch. Na, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die hatten auch den. Na, no, wie sagt. Diesen Verstrahlungseffekt. Oh. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ist hier echt so viel? Ja, okay. Ich hätte hier gedacht, hier ist irgendwo zumindest ein Gegner, der sich verwandelt hat, aber gut. So, wir verwenden. Nein! Ist egal. Normalerweise nehme ich diesen Key nicht. Oh, was haben wir hier bekommen? Ein Engineering Expert System bearing the engram of a brilliant but colorful engineer. Plus 25 to engineering skill and reduces time of task by half. Oh, cool. Cool, 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 cool. Dann habe ich relativ einen hohen Engineering Skill mit dem Item. Eigentlich könnte ich meinen Mecha-Sensor wieder aktivieren. Oh nein, kann ich nicht. Fehlt mir ein wenig. Ja gut, das bekomme ich schon wieder. Das regeneriert sich eh von selbst. Aha. Jetzt wäre es aber gerade cool, es zu haben. Ich kann mich hier kurz erholen hier. Das reicht ja schon.
Okay, da drin ist scheinbar nichts. Interessant. Trapdoor werden wir vielleicht erst als nächstes aktivieren. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Schauen, dass ich hier was zum Beißen kriege. Was benötige ich nicht? Den Bacon würde ich mir gerne aufbehalten. Das Fleisch auch. Am liebsten würde ich alles aufbehalten. Na ja gut, wie lange habe ich noch Zeit? 39, das ist schon ziemlich knapp. Gehen wir mal weiter. Irgendwo ist ein verrückter Mensch. Oh, da unten ist er. Ja. Wirf ja keine Granate auf. Auf, verdammt! Genau, wenn ich sage. Stirb! Ja, die machen relativ viel Schaden mit ihren Granaten. Eine Ratte. Hab ich auch schon länger nicht gesehen. War da noch ein verrückter Mensch? Oh ja. Ein Madbomber, den kenne ich sogar gar nicht. Hat's damals noch nicht gegeben. Ich bleib lieber an ihm dran. Oh, da hinten ist ein. Den legen wir uns lieber nicht an. Vorerst. Die Biester kann man Gott sei Dank auch gut reinlegen. Indem man sie einfach ein bisschen kitet. Oh fuck. Das ist ein Psi-Monster. Hat auch gewisse Psi-Fähigkeiten. Und macht sehr guten Schaden, wie ihr seht. Aber er macht diesen. Oh fuck. Das war blöd. Wie sieht's aus mit unserer Hilfe? Ich könnte einen Patch nehmen oder versuchen, den hier noch zu töten. Was? Kann ich die nicht mit den aufladen? Oh, scheinbar nicht, nein. Hat doch eine andere Munition, als ich gedacht habe. Doch, Energy Cell, warum? Sollte doch gehen. Witzig. Verstehe ich gerade nicht. Sollte eigentlich eine Option mit Recharge hier sein. Na gut, das muss ich mir später durchlesen, warum. Na, das ist jetzt blöd, jetzt habe ich keine Waffe hier. Ich heil mich mal lieber. Na gut, jetzt habe ich genug. Da kann ich ihn auch zu Tode messern. Na, es wäre sich auch so ausgegangen. Ja gut, ich kann ja hier noch kämpfen. Damit es nicht ganz umsonst gewesen ist, mich zu heilen. Au. Wie sieht eigentlich schon meine Rüstung aus? Oh, die sollte ich jetzt als nächstes wieder reparieren. So, jetzt wird es glaube ich Zeit für den Level-Up. Will ich nicht zu Tode gekrittet werden hier. Okay, jetzt haben wir Might of 50. Wir machen weiter vielleicht mit, ja, Ines. So, Lockpicking, Mechanical, Pistol geben wir rauf. Überall nur so wenig. Dann Medical, Foraging, Telekinesis. Und Redaction. Gut. Armor Critical. Okay, ja, jetzt wird's wirklich Zeit. Okay. Na gut. 27. Ja, die Haltbarkeit ist jetzt wirklich schon ziemlich auf einen Tiefpunkt. Habe ich eigentlich schon eine andere Psi-Fähigkeit? Nein. Na ja gut, dann hauen wir mal Mekasins rein. Hoppala. Gut, jetzt haben die einen Effekt auf mich gemacht, der heißt Berserk.
der dreht der Charakter durch und macht eigentlich quasi, was er will. Jetzt hätte er beinahe noch die Kiste hier niedergeballert. Gott sei Dank hatte ich Glück. Vielleicht bekomme ich hier eine neue Waffe. Nein, aber Granaten. Oh, für was waren die Disruptor-Granaten nochmal gut? Psionic Energy. Training Psy-Points. Ja gut, das ist gegen solche Gegner, genau. Gegen die Gegner gut so wie das Hirn, das ich gerade gekämpft habe. Dann kannst du zum Beispiel nicht seine Ability da schießen, die er als erstes auf mich gefeuert hat. Ach verdammt, da ist die Repair Station. Hätte ich hier repariert, wäre meine Rüstung nicht so schlecht repariert worden. Naja, gut. Okay, jetzt wird wirklich Zeit, was zu essen. Jetzt habe ich schon den Debuff von Weak und Weak. Wie ihr seht, gibt mir minus 10 Might und das ist schlecht. Egal, wir essen hier einfach mal ein Brötchen. Aha, und da haben wir auch einen Gegner wieder. Irgendwo geht auch noch ein anderer Gegner rum. Ah, genau. Keine Muni mehr für den. Normal müsste der eigentlich rechargeable sein, aber keine Ahnung. Oh, eine Morige Matron, die ist echt cool. Die gibt einen plus 1 Hilfe, also für jeden Move, den man macht. Oder was, plus 1? Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall heilt sie einen für längere Zeit und die kann man eigentlich quasi immer wieder aufladen mit Energy Cells, mit denen hier. Ist ziemlich ein cooles Item. Na gut, die kann ich wegmessern. Soll der ein bisschen Muni sparen hier. Wirklich gegen Gegner verwenden, wo ich es wirklich brauche. 120 Schuss ist schon mehr, nicht mehr so toll. Oh, cool. Hiver Multitool ist auch so ein Engineering-Tool, mit dem man auch eben solche wie diese Kästen hier aufmachen kann. Das ist ganz cool. Also Mechanical und Electronic Sachen. Also nicht Engineering eigentlich. Schauen wir mal, ob der wer drinnen ist. Nur normale Gegner. Oh, hier können wir gleich mal was kochen. Das trifft sich sehr gut, weil wir waren schon wieder hungrig. Schießen wir jetzt trotzdem weg, weil ich will hier nicht zu sehr zu viele Diseases abbekommen. Okay, uns fehlt Bacon, scheiße. Ein Ei habe ich auch nicht, ich habe gar nichts. Aber ich kann zumindest einen Sot-Switch machen und das ist immer cool. Aber nur eins, warum? Ich habe kein Fleisch, ja, eh typisch. Hätte ich mir vorher aufbehalten sollen. Die kann nichts anderes machen, ja blöd. Aber das Sotswitch hauen wir schon mal rein. Kann ich eigentlich mit dem Sotswitch sonst noch was machen? Ja, nicht wirklich. Ein Hero Sotswitch kann ich auch. Achso, okay, das ist ein verdorbener. Purifier habe ich auch keinen. Ja. Blöd. Naja. Dann essen wir das mal. Es gibt zwar nur 160, aber es ist ja auch etwas. So ist hier in dem Raum noch irgendwas. Nein. Dann gehen wir weiter. Okay, mein Mechasen schlagt hier an.
bis zum Aufladen. Oh, das ist ein Gegner. Also wie ich gesagt habe, mir fällt jetzt der Name von den Gegnern nicht ein, aber das sind so Krakenmonster, nenne ich es mal, die sich tarnen können. Und jetzt habe ich auf meinem Motion Sensor gesehen, dass das so ein Monster ist. Und wenn ich jetzt dran gegangen wäre, dann hätte der mich eigentlich erwischt und hätte mich. Oh fuck. Was ist blöd? Habe ich hier nichts Besseres? Nicht wirklich. So, wir schalten mal unsere Morigi-Drohne ein. So, da dürfen wir nicht rangehen, weil sonst haben wir ein Problem. HE-Granaten. Naja, was anderes wäre mir lieber gewesen. So, unsere Rüstung sollten wir vielleicht reparieren. Und hier gleich beides verwenden. Das Coole am Hiver Multitool ist, dass man es immer wieder aufladen kann. Also verwende ich es meistens trotzdem immer mit. Okay, dann werden wir hier nochmal unseren Deciver Skill. So, 47%, naja. Gibberish, wie immer. Eigentlich darf ich hier gar nicht runtergehen. Ja gut, die Electronics Parts werde ich jetzt hoffentlich nicht unbedingt brauchen. So, dann chargen wir hier irgendetwas. Einmal den hier. Einen Charge habe ich noch. Entweder die Drohne. Wisst ihr was? Ich gehe hier noch ein bisschen rum. Das teilt sich kaum aus. Leider habe ich nicht genug Food, dass ich hier mich pausieren könnte für ein paar Runden. Das geht nämlich auch, aber gut. Ja, gut, dann nehmen wir halt den Motion Sensor. Was soll's. Oh, nachladen. So, wie stehen wir in der Zeit? Na gut. Einen Level machen wir auf jeden Fall noch. Jetzt werden die Gegner schon gefährlicher. Ich weiß nicht, ob sich's auszahlt, hier jetzt meine Psy-Granate drauf zu hauen. Ich lasse es mal lieber bleiben. Ah, Blödsinn, der hat ja gar keine. Ich habe gar keine Psi-Fähigkeiten. Habe ich jetzt gerade mit dem Hirn verwechselt. Oh, Antibodies. Gut, damit kann man eben diese Anti-Disease-Item kaufen, bauen. Ice Games. Aha. Na gut, essen wir sie mal. Ich habe kein Rezept dafür, also. So, Motion Sensor, was sagst du? Okay, hier hinten sind relativ wenig. Hier drei, hier oben sehr viele. Hier oben ist noch ein Cluster. Ja, ist die Frage, wo wir jetzt anfangen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich erst da hier runtergehe. So. 91% hört sich ja ganz gut an. Jawohl, Soul Force Regions bringen auch einiges. Vor allem, wenn man gleich zwei auf einmal bekommt. Autsch. So, normalerweise sollte hier eigentlich nichts mehr drin sein. Oh, da ist aber auch gar nichts drin. So viel dazu. Ja, hallo Skorpion. Willst du mein Freund sein? Vermutlich nicht.
Ein ganz spannender Kampf, ich weiß. Irgendwo ist hier noch so eine Spinne. Ja, habe ich mir gedacht. So, 102 Schuss noch, plus 6. Oh, ein kleines Häschen. Das ist aber eins dieser übleren Häschen, die wirklich Schaden machen, so wie ich es gedacht habe im ersten Level. Die schlagen relativ schnell zu, wie ihr seht. So, wenn wir den lieber im Fernkampf hier erledigen. Ein Ei. Dann hätten meine Rüstungen noch. Ja, gut. Ich könnte meine Maurige-Drone rechargen. Das tun wir, glaube ich, mal. Und sie auch gleich wieder ausrüsten. Mein Knife sollte jetzt ja schon fast auf 45 sein, oder? Ah, 44, gut. Beim nächsten Mal werde ich es mitleveln. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es mittlerweile schon bessere Knives gibt. Damals, als ich gespielt habe, waren die meisten Knives eigentlich relativ schlecht. Und eher so. Oh, fuck! I must focus my mind. Na gut. Oh shit. Okay, ich mache hier lieber ein Level Up. Wenn der jetzt eine Granate auf mich wirft, könnte das übel ausgehen. Ah, ich habe gar kein Level Up. Oh fuck. Ich laufe einfach. Lauf! Na gut, der ist mir nicht weiter gefolgt. Gehen wir erst da mal was anderes machen. Glaube ich, klüger. Oh, Skorpion. So, Level up, gut. Jetzt können wir die anderen erledigen hier. Genau, Finesse wollten wir. Dann Lockpick, plus 1, Laurel. Plus 1, plus 1, plus 1. Willst du mich verarschen, Spiel? Alle! Ah. Komm! Das gibt's ja nicht! Was soll der Scheiß? Ja! Das Spiel hasst mich, es hasst mich. Ja, jedenfalls for Raging. Etwas. Naja, trotzdem blöd. Die meisten Effekte mit null rauskommen. So, soll ich da drüben überhaupt rein? Da ist eigentlich nur eine Healbox. Ist nicht so notwendig, dass ich den umbringe. Mein Level ist eigentlich eh nicht so niedrig. Level 10 ist schon relativ gut. Soll ich da überhaupt rein? Es wird nur ein Gegner angezeigt. Ah, Blödsinn, da waren drei Gegner drinnen, oder? Das ist die Frage, ob ich da rein soll. Es könnte schon was drin sein. Okay. Eine Konsole, ein Report. Oh fuck, okay. Wir gehen ein bisschen weiter weg hier. Die Teile sind übel. Eigentlich habe ich gar nicht die Munition, um gegen die zu kämpfen. Ich könnte eine HE-Granate verwenden oder die Frag-Granate. Weiß gar nicht, was hier jetzt besser ist. In der Situation. Wir lassen ihn mal kommen.
Was für eine Range hatten wir, okay. Na gut. Das Problem ist, die werden hier jetzt nochmal sich aufteilen in zwei kleinere. Da müsste ich noch eine Granate werfen. Aber ich habe hier eigentlich nicht sehr viel Wahl. Wie ihr seht, sind hier jetzt nochmal zwei von denen, aber vielleicht kann ich sie auch so niederknallen. Oh. Na gut, hat sich schon aus. Wow, da kommt ja noch einer. Gut, aber den kann ich umlaufen. Oh, er geht freiwillig in die Richtung. Na gut, dann gehe ich hier vorbei. So, das sollte ja genug Zeit geben, bevor der hier bei mir ankommt. Geht sich das aus? Ich weiß es gar nicht. Oh shit! Na, das war nicht gut, das war nicht gut. Meine Rüstung hat schweren Schaden genommen. Nur weil ich diese depperte Box encrypten wollte. Ja komm, du blödes Viech. Jetzt aber weg. Ich wechsle mal hier Knife. Pistole könnte ich auch mal reparieren. Okay, schauen wir mal weiter. Vielleicht ist hier oben drin noch. Das schaut mir so wie aus wie ein Repair Room. Das ist hier noch eine Repair Station. Das wäre echt cool. Oh, der Typ ist hier. Okay. Gehen wir gleich an ihn ganz ran, dann wirft er vielleicht keine Granate. Darauf hoffe ich immer, aber ist mir auch schon mal passiert, dass sie eine Granate geworfen haben. Kann ich die Items nicht nehmen? Okay. Schauen wir mal. Gehen wir mal sicher hier. Oh, verdammt. Hier sind so viele Monster drinnen. 6 Gegner. Ah, 5 Gegner. Und einer noch draußen. Na gut. Wir kassieren es ein. Oh, das schaut, hört sich an wie... Ja, habe ich es mir doch gedacht. Ihr seht, hat er die Ability, sich unsichtbar zu machen, aber das bringt ihn natürlich hier wenig gegen mich. Weil ich sehe ihn so oder so. So, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als den hier zu reparieren. Was blöd ist, aber... Ah, komm. Ich hätte aber auch meine Rüstung ausziehen können. Und out of ammo, hey, geil. Oh, das Shit sieht sehr schlecht aus. Okay, ich glaube, ich werfe meinen Disrupt. Ah, Blödsinn, nicht Disruptor. Genau die hier. Die ist nun mal genau das, was ich jetzt brauche. Weiß aber nicht, ob das reichen wird hier. Für den. Hoppa. Nein, das hat nicht gereicht. Okay, wir geben uns einen Patch hier. Schalten wir Rigi Drone ein. Jetzt können wir hier genügend Zeit bekommen, um nachzuladen. Oh fuck. Noch ein Patch. Und tot bin ich. Ah. No. Naja. Naja. Passiert. Und so stirbt man.
Schauen wir uns an, wie der Run gelaufen ist. Okay. Wir haben Level 10 erreicht. Sind bis zum Floor 9 gekommen von 40. Ja, dafür, dass ich nur eine Pistole die ganze Zeit hatte, war es ja okay, mal abgesehen von meiner Blade, die mir nicht so viel gebracht hat. So, was haben wir so gekillt? Ja, eh einiges. Und hier sieht man auch die einzelnen Waffenkills bzw. wie oft man getroffen hat. Beispiel bei der Pistole hatte ich 162 Hits und 42 Misses. Da war ich ja mit dem Messer eigentlich relativ gut. Und ja, wie ihr hier seht, 30 zu 15, da ist das Verhältnis um einiges schlechter. Naja, gut. Kann man auch die Items anschauen, die ich gefunden habe. Und die Scores natürlich. Hier seht ihr zum Beispiel meine anderen Runs, dass ich relativ oft mit Engineer gespielt habe. Damals hat es nur den Floor bis zu Floor 30 gegeben, deswegen ist das hier mein höchster. Und mittlerweile soll es ja 40 Floors geben. Das würde ich auch gern mal schaffen. Ja, hier bin ich hingekommen. Ich sollte mal wirklich andere Charaktere spielen. Ich habe hier fast nur Engineer oben. Hier habe ich einen Ranger. Witzigerweise habe ich nur auf Level 10 hier schon gleich viel Punkte oder mehr Punkte sogar. Mit meinem Ranger, der im Floor 15 gekommen ist. Aber gut, den habe ich auf Hard gespielt und den auf Normal. Ja. That's about it. Manchmal bin ich sogar schon im ersten Floor gestorben. Das war damals relativ witzig. Da sind nämlich sogar im ersten Floor schon diese Menschen, die Humans, die Verrückten, gespawnt und haben eigentlich gleich mal eine Granate auf dich geworfen und du bist instant gestorben mit dem Engineer, also sehr fies. Ja, und wie ihr seht, habe ich bei den Awards ein bisschen was freigeschalten, aber die meisten Awards sind einfach relativ verrückt. Also eigentlich sogar noch einiges dazugekommen. Wow. Ja, okay, die neuen Charaktere und alles. Okay. Soweit, so gut. Irgendwann werde ich bestimmt wieder eine Runde anfangen, vielleicht nächste Woche. Vielleicht werde ich auch wieder streamen, ist hier mal wieder eine gute Idee. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like und abonniert unseren Channel, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja, ihr könnt mir auch gerne sagen, was ihr vielleicht als nächstes sehen wollt. Ich überlege in letzter Zeit, was ich so... weil hier rein, das ist so laut. Was ich als nächstes mache. Und ja, ich würde auch gerne wieder mal ein Strategiespiel spielen, aber mir fällt momentan wirklich nicht ein, was ich spielen will, und zu Planetary habe ich momentan keine Lust. Naja, wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.